So, da sind wir wieder. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr hört schon an der Musik. Wir sind in Rette die Welt. Ich wollte eigentlich nur gucken, wo V-Bucks-Missionen sind. Aber aus dem Ganzen ist dann geworden, dass ich ein Geschenk bekommen habe. Und zwar das vom Battlebreakers. Wir werden es auch direkt aufmachen. Ihr seht ja, ist vom Battlebreakers, weil eigentlich kann es nichts anderes sein. Wir gehen auch direkt mal rein. Wie gesagt, Shop wird gleich kommen. Die hier bekommt ihr, wenn ihr Battlebreakers, ihr seht schon. Vielen Dank, dass du Fortnite und Battlebreakers spielst. Ihr müsst Battlebreakers bis auf Level 20 spielen. Ist ein Ninja. Gerade gucken, ob wir die uns nochmal angucken können. Ja, das ist auch, wenn ihr Rettet die Welt spielt. Oha, nächste Woche bekomme ich 800 V-Bucks. Wisst ihr jetzt, warum ich immer sage, spielt Rettet die Welt? Zack, die holen wir natürlich auch noch mit. So, direkt mal zu den Helden, verwalten. Wo ist die gute Dame? Da ist sie. Kunai-Gewitter, Halbmondtritt und Rauchbombe. So, diesmal mal das Video ein bisschen anders. Nämlich, wartet, Privatsphäre ist okay, alles klar, kann auch keiner nachjoinen. Wir gucken direkt als erstes, wo sind die V-Bucks-Aufgaben. Da holt ihr euch nämlich direkt mit. Und zeige euch einfach mal, wie ich das Ganze immer selber suche. Nämlich ganz simpel, ich gehe einfach überall durch, wo hier so ein Zeichen dran ist. Mit der Uhr, Totenkopf oder so. Wir hoffen einfach mal, dass wir einige V-Bucks-Aufgaben heute auch noch haben. Da ist schon mal nichts. Wie gesagt, wenn ihr hier so Aufgaben habt mit Überlebende, macht die. Weil Überlebende werdet ihr ohne Ende brauchen. So, da war schon mal nichts. Hier gehen wir einmal rum im Kreis. Zack, zack. Bam, 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 bam. Hier auch nichts, da auch nichts. Ah, hier auch wieder. Wo war es jetzt? Da. Einmal Anführer der Überlebenden und Überlebenden. Also so Missionen lohnen sich immer. Wenn ihr irgendwo Überlebende bekommen könnt, holt die euch mit. Ja, mit V-Bucks-Aufgaben sieht es aber schlecht heute aus. Und wie gesagt, wenn ihr schon in Twin Pikes seid oder Peaks, gerne in die Kommentare schreiben, ob da eine V-Bucks-Aufgabe ist, weil da bin ich ja leider noch nicht. Lecks sind auch wieder inklusive heute. Ja, sieht schlecht aus mit V-Bucks-Aufgaben gerade. Da ist auch nichts, da auch nichts. Eigentlich müssten die anders markiert sein, die V-Bucks-Aufgaben. So, brutal sind wir auch schon. Aber da hatte ich, glaube ich, bis jetzt erst einmal eine. Da ist auch nichts. Zack, zack, auch nichts, auch nichts. Eieiei, sieht ja wieder richtig bescheiden heute aus. Weil, wie gesagt, jeden Tag gibt es anscheinend keine V-Bucks-Aufgaben. Oder zumindest schon, aber halt eher für die etwas höheren. So, wie ihr seht, seht ihr nichts. Also, V-Bucks-Mission leider keine. Dann gehen wir direkt mal rüber in Battle Royale. Und erstmal danke alle, die mir jetzt auf Insta folgen. Macht doch Spaß, mit einigen zu quatschen. Außer die, die natürlich wieder einen Skin von mir haben wollen. Man kennt sie. Aber das kriegen wir schon hin. So, hochexplosiv ist drin. Ja, war auch gestern schon drin. So, bevor wir aber in den Shop reingehen. Kurze Sache, was euch alle betrifft, nämlich die Custom Games. Wie gesagt, Custom Games mit Preisgeld. Wie müsst ihr das Ganze handhaben? Einfach im Livestream dabei sein. Was bedeutet das? Gerne ein Abo da lassen, Glocke aktivieren. Glocke aktivieren deshalb, damit ihr einfach mitbekommt, wann der Stream online geht. Am besten folgt mir auch auf Insta. Insta, der Name ist genauso wie mein Creator-Code, YT-FamilyHack. Nur alles klein geschrieben. Warum ich das nicht groß schreiben kann, keine Ahnung. Mir sagt er dann auf einmal, ja, Name ist nicht erlaubt. Keine Ahnung, ich verstehe es selber nicht. Wenn ihr natürlich auch noch ein Wie, sag schon, ein Skin gewinnen wollt. Wir haben ja gesagt, wir verlosen Skins ab 800. Also den 800er Skin, der gerade drin ist, im Shop, entscheiden dann im Livestream zusammen, ob wir den verlosen oder nicht. Und das Ganze mache ich halt immer gleich. Wir haben jetzt gesagt, gestern haben wir keinen Verlust, obwohl ich die V-Bucks schon hatte. Aus dem ganz einfachen Grund, weil kein schöner Skin da war. So, was musst du noch machen, wenn du eventuell einen Skin gewinnen willst? Wir sehen schon. Genau. Freundesanfrage schicken. YT-FamilyHack. So, warum das Ganze? Ganz simpel erklärt. Weil wir müssen 48 Stunden befreundet sein, bevor ich dir einen Skin schenken kann. Also gerne jetzt schon deine Freundesanfrage rausschicken. Hier die zwei nehme ich natürlich auch an. So, dann gehen wir mal rein in den Shop. Ich habe es heute schon gesehen. Es ist ein gutes Angebot da. Zwar keine neuen Sachen, aber hier dieses Angebot ist wirklich top.
Also der Skin an sich ist schon nicht schlecht. Also ich feiere den eigentlich. Also er ist echt nice. Dann noch die Schwingen dazu. Das passt halt wirklich perfekt. Und halt dieser riesen Kleider. Ich sag zwar immer, zum Spielen sind eigentlich die kleinen Kleider besser. Aber damit kann man natürlich schon ein bisschen angeben. Und wie gesagt, 2000 V-Bucks statt 3500 ist halt schon eine Hausnummer. Also wenn man eh den Skin mal irgendwann haben wollte, dann kann ich euch nur empfehlen, kauft ihn euch jetzt. Weil günstiger werdet ihr ihn definitiv nie wieder bekommen. Nie wieder. Da lege ich meine Hand für ins Feuer und ich glaube nicht, dass ich mich verbrenne. Weil wie ihr seht, allein der Skin mit den Flügeln kostet sonst auch 2000. Warum die das eigentlich hier überhaupt machen, verstehe ich selber nicht. Wenn sie den Skin jetzt reinhauen würden als Angebot und morgen käme der Skin erst rein, dann könnte ich es verstehen. Dass dann die Leute sich denken, ach komm, ich hole ihn jetzt. Aber ihr seht ja, der Hängekleider kostet 1,5 und der Skin mit dem Rückenaccessoire kostet 2000. So, wir fangen gerade nochmal von vorne an. Schneekugelkopf wurde anscheinend gestern ein bisschen häufiger gekauft von euch. Grüße gehen da schon mal an alle raus, die den Creator-Code benutzt haben. Wie gesagt, ist halt der neue Weihnachtsskin, kam aber gestern schon in den Shop rein. Ah, sieht halt nice aus. Also gerade zur Weihnachtszeit. Die meisten haben mit Weihnachten jetzt noch nicht viel zu tun, aber denkt dran, Weihnachten ist wieder schneller da, als man gucken kann. 3 Wochen, da ist das Ganze schon wieder soweit. So, wie gesagt, Weihnachtsskin mit dieser Schneekugel auf dem Kopf. Schneekugel auf dem Rücken. Die feiere ich allerdings nicht so, aber der Skin an sich ist nice. Also kann man sich ruhig gönnen. Gerade zur Weihnachtszeit. Der wird noch relativ lange beliebt sein. Die Frage ist halt auch, wann kommt der wieder? Könnt ihr euch selber ausrechnen? Wahrscheinlich erst nächstes Jahr. So, dann gucken wir mal weiter, was wir hier haben. Wolf Caption ist wieder da. Hat ja zwei verschiedene Skinarten. Einmal mit Kopfbedeckung, einmal ohne. Ich persönlich finde mit Kopfbedeckung top, ohne flop. Also ich würde es, wenn, immer nur mit Kopfbedeckung spielen. So, dann das passende Rückenaccessoire. Ihr seht, auch das würde schon zu dem Skin hier passen. Deshalb, wenn ihr Rückenaccessoires seht, guckt immer, habt ihr einige Skins, wo es zu passt. Also hier würde das wieder perfekt passen. Ich meine, so viele Skins habe ich ja auch nicht. Weil, wie gesagt, erst Season 10 angefangen. Aber hier passt es wirklich 1A. So, wie gesagt, mit Kopfbedeckung, ja. Also, wer drauf steht, sollen sich ruhig gönnen. So, dann haben wir die Walküre, wie schon eben gesagt, mit dem passenden Rückenaccessoire. Ich meine, da brauchen wir eigentlich nicht mehr viel sagen. Ich feiere die einfach. Könnte auch dran liegen, dass ich noch Game of Thrones schon geguckt habe. Dann Vikings, alle, die das schon gesehen haben, gerade die etwas älteren, werden verstehen, was ich meine. Da passt sowas natürlich perfekt. So, dazu natürlich der passende Kleider, aber haben wir ja eben schon gesehen. Wir lassen gerade nochmal einmal aufpoppen. So. Dann, wie gesagt, das Set. Man kriegt das alles für 2000. Also, wenn ihr ihn haben wollt, kauft ihn euch jetzt. So, dann haben wir noch den Schamane drin. Der ist komplett an mir vorbeigegangen. Diesen Skin habe ich schon weder in-game gesehen, noch irgendwo auf YouTube oder sonst irgendwo. Ich weiß nicht, war der nur einmal im Shop? Ich denke mal ja. Aber den habe ich definitiv noch nie gesehen. Und ich finde ihn persönlich gar nicht mal schlecht. Weil ich sage immer wieder, denkt dran, ihr seht die Skins zu 90% von hinten, weil ihr keine Frontansicht habt. So seht ihr ihn nur in der Lobby und so seht ihr ihn halt hauptsächlich im Spiel. Der Skin kann von vorne noch so geil aussehen, aber ihr werdet ihn meistens von hinten sehen. So, Rückenaccessoire passt natürlich auch wieder wie immer. Würde sogar zu dem Skin hier fast passen. Ja, fast. Ah, ja. Von der Farbe her ja, aber die Baumeln und alles. Ne. So, dann haben wir Billy Bounce. Auch ein Fortbewegungsskin. Emote. So, dann haben wir Boxenstopp. Und ihr seht, 800 V-Bucks. Also, es liegt an euch. Wenn ihr ihn heute haben wollt, wie gesagt, Livestream wird so, denke ich mal, gegen 6 Uhr starten. Dann sagt mir im Stream Bescheid. Und dann gucken wir einfach mal, wenn einige da sind. Und dann werden wir ihn halt raushauen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann warten wir halt, ob vielleicht ein günstiger Weihnachtskind kommt. Müssen wir halt dann einfach mal gucken. Aber ist halt auch ein kleiner OG-Skin. Aber war halt auch jetzt schon öfters im Shop. So, dann haben wir noch Ruf zur Schlacht. Passend zur Viking. Beziehungsweise Valkyrie. Dann haben wir noch Pick It Up. Auf ganz entspannt.
Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Jan Delay. Ich weiß nicht warum. So, dann haben wir. Ich liebe dieses Ding. Disco Party. Die Musik, die müsste als Hintergrund geben. Die ist einfach nur geil. Oder die Musik an sich. 1A mit 3 Sternchen. Nur die Musik. Jetzt nicht unbedingt das Emote, sondern wirklich nur die Musik. So, wie gesagt, nochmal danke an alle, die meinen Creator Code bis jetzt benutzt haben. Wenn ihr irgendwas im Shop kauft, tragt bitte meinen Creator Code ein. YP-FamilyHack. Würde mich natürlich unterstützen, würde mich auch freuen. Wie gesagt, ich kann immer noch sagen, bis jetzt kamen immer wieder jeden Tag neue Leute hinzu. Also Gruß erstmal dafür. So, dann würde ich sagen, haben wir alles für heute durch. Leider heute verspätet, heute Morgen habe ich es einfach nicht hingekriegt. Ich habe es auf Insta gepostet, dann auf dem Kanal selber auch noch. Ich kam heute Morgen einfach nicht aus dem Bett. Ich bin aufgestanden, schnell ins Bad, ab ins Auto und ab auf die Arbeit. Weil, wie gesagt, so ein Video aufzunehmen, mitverarbeiten, bla bla bla, dauert circa 40 Minuten. Wir haben jetzt 4:15. Da sieht man dann wieder, dass das Ganze ein bisschen länger dauert. Circa eine halbe Stunde brauche ich immer. So, dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein und denkt dran, gib nicht zu viel Geld aus. Was sehe ich denn hier? Ich hätte böse Axt vergessen. Schäm dich und die Tarnung. Eieiei. Große böse Axt. Ihr seht sie. Die habe ich ja ganz vergessen. Ich habe gerade, hä? Die ist auf jeden Fall nice. Vom optischen her 1A. Aber ob ich sie spielen würde, weiß ich nicht, weil ich halt echt lieber die Zweihanddinger mag. Aber, ja, die ist auch nicht schlecht. Ah. Klar, passend zum Skin und die Tarnung. Also die Tarnung ist echt. Also alle, die Game of Thrones geguckt haben, wissen genau, warum ich diese Tarnung geil finde. Ich weiß zwar noch nicht, wo die Animation ist. Dieses kurze Schimmern. Ah ja. Also die Tarnung ist echt geil. Alle, die Game of Thrones geguckt haben, wissen auch genau warum. So, dann war es das aber jetzt mit dem Shop. Und in dem Sinne, denkt dran, gebt nicht zu viel Geld aus und haut rein.